Rollende Räder, quietschende Gleise. Auf diesem Platz ist es alles andere als leise. Viel Leben trifft aufeinander, auf engem Raum. Ist man dort je alleine? Ich glaube wohl kaum. Auch Fußball kann man dort lieben, hören und schauen. Und nebendran gemütlich Erdnüsse kauen. Sibylle Howard hat mit dieser Software einen Walk im Klebeck-Areal im Hafen entwickelt und fand dann, das hat ein großes Potenzial, dass man das auch mit Schülerinnen und Schülern durchführen könnte. Nun ist es so, dass diese Software wirklich noch in einem Prototyp erst zur Verfügung steht. Das heißt, es ist noch nichts definitiv Entwickeltes, aber das ist unsere Vision, dass wir das weiterentwickeln können. Ganz kurz, was so der Hintergrund ist und wie es funktioniert. Sie bekommen Kopfhörer, die sind halb offen. Das heißt, sie sind nicht völlig abgeschottet, sondern sie kriegen auch mit, was die Umweltgeräusche betrifft. Dann ist es so, dass es auf dem Kopfhörer eine technische Einrichtung hat und es funktioniert mit GPS. Fangen wir von vorne an, und zwar haben wir den Soundwalk, ich denke es war um Ende April, Anfang Mai angefangen, und zwar damit, dass wir selber auch einen Soundwalk gemacht haben, sind gelaufen, haben da ein bisschen gehört, haben Eindrücke gesammelt, auch mit Hinblick auf die Idee, was können wir damit lernen, was können wir da rausziehen, dann selber den Soundblock zu erstellen. Und nachher haben wir eigentlich jede Woche, haben jetzt nur zwei Lektionen Zeit, das war wirklich ziemlich knapp, vor allem teilweise hier, teilweise in der Schule, das war ein bisschen schwierig mit der Organisation manchmal, also sich selber zu organisieren, wann muss ich wo sein, und die Zeit ging einfach enorm schnell vorbei. Wir haben eigentlich zuerst das Projekt kennengelernt, was ist des Projektes, was ist unsere Aufgabe, was ist unser Ziel, also wirklich Sounds zu sammeln und diese dann zusammenzusetzen. Und wir haben uns das ein bisschen aufgeteilt und jede Gruppe hat sich darauf fokussiert, hat dann wirklich ortsspezifische Sounds gesammelt, um diese dann als Hintergrund in das Ganze hineinzulegen. Neben diesen Hintergrund-Sounds haben wir dann auch Stück für Stück eigene Sounds produziert oder irgendwo anders aufgenommen oder wirklich auch drauf gesprochen, um diese Sounds dann anschließend mit Audacity zu verändern. Das Areal passend zusammenzuschneiden. Kommen wir eigentlich schon fast zum letzten Punkt. Diese Sounds wurden dann, als sie fertig waren, in dieses RWA-Programm platziert. Also hier sieht man, dass zum Beispiel ein Sound, hier ein Sound, und diese fertigen Sounds wurden wirklich schön platziert und mit lauter Einstellungen eigentlich dafür gesorgt, dass wenn man hineinläuft in diesen Space, dass zum Beispiel dass es ein Fade-In gibt, dass der Sound nicht plötzlich kommt, die Lautstärke wurde reguliert, es wurde natürlich auch geschaut, dass die Sounds, dass es einen Übergang gibt, dass nicht plötzlich so ein Wechsel stattfindet, und eigentlich mit dem Ziel, dass man wirklich das Gefühl hat, diese Sounds sind echt. Das ist eigentlich das Ziel. Man läuft irgendwo im Areal herum und hat das Gefühl, da passiert was, das passiert echt. Wenn man sich umschaut, sieht man es aber vielleicht nicht. Auf meiner Schulter sitzt ein Weberknecht. Ich denke darüber nach, worüber er nachdenkt. Thank you.
Oder wie viel Zeit damals?